Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Marvin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, heute mal wieder vor der Kamera, denn ich habe mir euren langjährigen Wunsch endlich zu Herzen genommen, dass ihr auch ein bisschen mehr von meiner Person mal erfahren wollt. Und ich habe mir aber überlegt, dass ich das Ganze trotzdem noch in diesem Rap-Kontext so ein bisschen mit einarbeiten möchte. Und deshalb führen wir heute ein neues Format ein, welches ich 100 Fragen nennen möchte. Und in dem beantworte ich, ja, wie soll es auch anderes sein, 100 Fragen von euch, ne? Ich habe euch das Ganze auf Instagram heute mal angeteasert und habe euch da aufgerufen, mir Fragen zu stellen. Und da ist auf jeden Fall auch einiges zusammengekommen und wir werden uns heute jetzt mal die 100 besten Fragen raussuchen und ich werde die kurz und knapp beantworten. Ja, vorab nur noch kurz zur Info, das hier ist jetzt so mein Streaming-Background, den ich mir einrichten möchte hier in meiner neuen Wohnung. Ist auf jeden Fall noch nicht ganz fertig, also die ganze Wand soll irgendwann mal voll sein mit Bildern. Und bevor jetzt wieder irgendwelche Leute sagen, das hast du aber von Mr. Rap geklaut. Nee, habe ich nicht. Wer sich daran noch erinnert, ich habe das vor 2 Jahren mal schon angeteasert und da war auch schon genau die gleiche Wand ja, fertig, ne? Aber ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, der vielbeschäftigte, freshste Deutsche aus ganz Amerika hat leider nicht die Zeit gefunden, das dann wirklich mal so umzusetzen. Aber jetzt ist es endlich soweit, ne? Also ich werde ja jetzt auch demnächst mit Streaming auf Twitch anfangen, ne? Also wer mir da noch nicht folgt, der ist auf jeden Fall selber schuld. Und ja, also wie gesagt, diese Wand hier habe ich schon seit 2 Jahren bei mir rumliegen. Und jetzt kommt sie endlich zum Einsatz. Ja, da würde ich sagen, wir schwafeln hier gar nicht lange dumm rum, sondern gehen einfach mal direkt rein in die Fragen. Würdest du eine Interviewanfrage von Leon Lovelock annehmen oder doch lieber auf Achse? Dann doch lieber auf Achse. Was muss Mero an sich verbessern, damit ihn die Leute ernst nehmen? Na, einfach mal bessere Musik machen, würde ich sagen. Feature mit Leon Lovelock? Nee, da ich kein Rapper bin. Was war das unangenehmste Live-Erlebnis mit einem Rapper? Also ich muss echt sagen, dass alle Rapper, die ich bisher persönlich getroffen habe, auf jeden Fall sehr höflich und zuvorkommend waren. Also es waren alles sehr, sehr positive Erlebnisse. Und ich kann da eigentlich keine negativen Erfahrungen nennen, ne? Also so gerne ich jetzt hier mal Trash-Talken würde, aber bisher waren alle korrekt zu mir. Größter Pluspunkt an der USA im Vergleich zu Deutschland? Ja, ich würde sagen, so diese Gelassenheit, gemixt mit dieser Yes-We-Can-Attitude halt, dass halt die Leute nicht so eine Scheu davor haben, neue Sachen auszuprobieren, sondern halt einfach machen halt, ne? Das finde ich sehr, 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 sehr nice. Mach Frieden mit Bushido, alle anderen sind Heuchler, also es gibt keinen Krieg mit Bushido, ich weiß gar nicht, woher du es hast und ich würde auch nicht sagen, dass alle anderen Heuchler sind. Bereust du eins deiner Videos? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe eigentlich kein Video gemacht, bei dem ich jetzt im Nachhinein denke, dass das sehr, sehr unüberlegt war. Ich muss sagen, mein Video Rapper und ihre nervigen Fitnessprogramme hat natürlich einiges an gefährlichem Halbwissen von damals noch mit drin. Das ist auch aktuell so im Like-Dislike-Verhältnis ist das glaube ich so halbe-halbe, ne? Also da haben einige verstanden, was ich damit sagen wollte, dass es mir gar nicht darum ging, irgendwie den Fitness-Experten zu machen, sondern dass es mir einfach nur darum ging, dass die, ja, dass diese Fitness-Produkte, die damals halt angeboten wurden und diese Fitnessprogramme, dass das halt die Social-Media-Plattformen der Rapper komplett bestimmt haben und ich da gar nichts mehr über Musik erfahren habe, sondern nur noch über Fitnessprogramme und das ging mir auf den Sack, ne? Deswegen der Titel Rapper und ihre nervigen Fitnessprogramme und nicht Marvin, der Fitnessguru, gibt Tipps, wie du hier deinen Body in Shape bringen kannst. Ja, aber trotzdem halt, ne, da habe ich einige Aussagen auf jeden Fall drin, die ein bisschen behindert sind. Von daher kann ich verstehen, dass man das Video vielleicht nicht gut findet. Dein Lieblingsfilm From Dusk Till Dawn von Robert Rodriguez aus dem Jahre 1996. Nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Serie, die ist nämlich Müll. Was hältst du davon, dass San Diego keine Musik mehr bringt? Das ist natürlich sehr schade, weil ich San Diego als Künstler sehr, sehr feiere. Und ich hoffe mal, dass da in naher Zukunft wieder was kommt. Wie hast du es karrieretechnisch geschafft, in der USA zu leben? Also erst alles verkauft, was ich in Deutschland hatte, was nicht viel war. Ich war zu dem Zeitpunkt Uni-Absolvent, ne? Also ich habe noch nicht Vollzeit gearbeitet oder halt ein geregeltes Einkommen gehabt. Und dann hierher gezogen, überall beworben, bis es dann irgendwann mal geklappt hat. Bis mir jemand eine Chance gegeben hat, dann den Arsch aufgerissen und ja, deswegen bin ich jetzt da, wo ich bin. Interesse an einem Matrix-Interview? Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich bin ja mit Matrix in sehr gutem Kontakt. Wir haben auch uns Nummern ausgetauscht, reden sehr viel auch über Privates und so weiter. Ne? Und ich werde ihn jetzt die nächsten Tage mal anhauen, wie es dann bei ihm aussieht. Wenn es denn so ist, dass er schon so weit im Albumprozess ist, dass es sich da lohnen würde, ein Interview zu machen, dann bin ich da sehr, sehr gerne bereit, komme ich auch gerne zu Ihnen gefahren.
Wäre mir natürlich eine große Ehre, weil das erste Interview wäre, was er jemals geben würde. Ne? Also das würde auf jeden Fall bocken. Hast du damals das JBB verfolgt und wenn ja, wer gehörte zu deinen Favoriten? Nee, JBB bin ich nie rangekommen, ich weiß nicht warum. Habe ich gar nicht verfolgt. Würdest du jemals einen eigenen Song machen? Wenn ja, zu welchen Konditionen, Producer, Features etc.? Das ist eine sehr interessante Frage, ne? Also ich habe ja schon öfters mal die Frage bekommen, ob ich mal selber rappen würde und sage da nein. Und zwar aus dem Grund, weil mir momentan nicht die Mittel zur Verfügung stehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in einem fetten Studio wäre, irgendwo in Atlanta oder so und mir da die Leute genug Zeit lassen, mich da dann auch selbst kreativ zu entfalten und so weiter, würde ich mich da, glaube ich, rantrauen. Ne? Also das wären so die Konditionen, ne? in einem fetten Ami-Studio und mit fähigen Producern, die dann aus meiner Kackstimme auch noch irgendwas rauskriegen. Mit welchem YouTuber würdest du gerne mal ein Video machen? Also ich würde sehr, sehr gerne mal mit Mr. Rap ein Video machen und wir sind auch in guten Kontakt und haben da auch schon diverse Male drüber gesprochen. Es fehlt eigentlich nur noch so an der Idee, was wir zusammen machen könnten. Wenn ihr da irgendeinen coolen Vorschlag habt, dann haut mir das auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare und dann schauen wir mal, was sich da regeln lässt. Wie lange wird es noch die ganzen Oldschool-Generationen geben? Savage, Azad, Kollega, Bushido etc. Ja, also ich sag mal so, wenn die jetzt noch mit 60 rappen, kommt glaube ich nicht mehr ganz so cool. Also ich weiß nicht, ob das noch lange so zieht. Ne? Ich glaube so von den gerade vier genannten ist glaube ich Azad der Älteste. Es ist noch nicht peinlich, ne? Aber es wird irgendwann peinlich. Ne? Also Azad auf jeden Fall Legende und so weiter, ne? Und hat jetzt auch auf seinem letzten Album meiner Meinung nach gut abgerissen, ist ja auch so mein Top 10 der besten Alben vom letzten Jahr drin. Also alles gut, auch mit Savage, Kolle und Bushido. Ich würde jetzt sagen, rein vom Alter her ist das nicht cringe, ne? Dass die halt noch rappen. Aber irgendwann musst du halt dann doch mal so das Mic an den Nagel hängen, denke ich. Wann kommst du wieder fest nach Deutschland? Also meinst du permanent oder was? Also ist nicht geplant auf jeden Fall. Ne? Also ich fühle mich in den USA sehr, sehr wohl und habe eigentlich auch nicht vor, jetzt in naher Zukunft wieder zurückzuziehen. Wie alt bist du eigentlich? 17,5 bin ich. Als was genau arbeitest du in den USA? Ich arbeite in einem internationalen Technologieunternehmen. Wir haben mit Mobilfunktelefonen zu tun. Und ich bin da im Finance-Bereich tätig und betreue da so die Bidding-Documents, Quotes, Orders und so weiter. Ne? Und schaue halt, dass die doch sehr, sehr großen Beträge, die da von A nach B geschoben werden, auch alle ihre Richtigkeit haben. Was sagst du zum Vorfall in Hanau? Viele Rapper haben sich ja geäußert. Ja, ist auf jeden Fall eine schreckliche Nummer, was da passiert ist. Ne? Also was soll man dazu großartig sagen? Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der wirklich bei Verstand ist, der sowas feiern kann. Wie kamst du dazu, mit YouTube anzufangen? Also ich hatte schon immer so dieses Bedürfnis, so mich filmisch auszuprobieren und so weiter und hatte dann sehr, sehr viele Sachen auf YouTube damals auch geschaut und so weiter und habe mir dann auch so überlegt, versuchst du dich da auch mal dran, hatte mir dann mal so ein Schnittprogramm besorgt und so weiter und ich habe, das ist jetzt gut peinlich eigentlich, ne? Aber ich habe eigentlich angefangen mit Akustik-Cover-Versionen von irgendwelchen Songs, ne? Wo ich halt Gitarre gespielt habe, so ein bisschen gesungen habe dazu noch und habe das hochgeladen. Ist natürlich alles offline, ne? Da braucht ihr gar nicht mehr zu suchen, also da gibt es auch keinen Re-Upload und so weiter, das habe ich alles offline genommen, nachdem ich die ersten 2-3 Rap-Videos gemacht habe und mich dann auch Leute deswegen gefragt haben, ne, ey Marvin, hier, Deutschrap-Videos sind ja ganz cool, aber was ist denn das da noch? war auf jeden Fall, sag ich mal, ein krasser Crossover-Content, würde ich das jetzt mal nennen, ne? Und damit habe ich angefangen, dann irgendwann halt zu diesen Rap-Videos gewechselt, hatte damals auch Film-Reviews gemacht und Serien-Reviews. Aber die wurden dann alle gesperrt, so nach 200 Views oder so. Oder nach sehr, sehr wenigen Views wurde da schon die Claims noch und nöcher rausgegeben. Da habe ich dann gesagt, so ey, warum machst du dir die Arbeit, wenn die Scheiße sowieso gesperrt wird? Da sind wir im Deutschrap dann doch noch ein bisschen humaner, obwohl sich das jetzt auch ein bisschen geändert hat. Und deswegen bin ich dann bei Deutschrap geblieben, was mich auch im Endeffekt mehr interessiert als Film und Serien. Kannst du verraten, welchen Streaming-Anbieter du benutzt und deine Playlist posten? Also ich benutze Spotify und meine Playlist poste ich nicht. Bist du Fan von RapSlab? Nein. Wie entstand der Kontakt zu Bushido? Bushido hat irgendwann mal angefangen, meine Videos bei sich in seinen sozialen Medienpräsenzen zu teilen und da habe ich ihm dann so nach dem zweiten oder dritten Mal habe ich ihm auf Instagram geschrieben, habe gesagt, yo, ey, danke fürs Teilen.
da kam dann auch relativ schnell eine Antwort zurück, ja, gerne. Ne? Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und so hat eins zum anderen geführt. Gibt es für dich Deutschrap-Alben, die für dich eine 10 von 10 sind? Na, selbstverständlich. Ne? Also da gibt es definitiv so den einen oder anderen Kandidaten. Und welchen wirst du bald erfahren? Ne? Und ihr wisst, was ich meine, wenn ich bald sage. In den Classic Reviews, die auf jeden Fall bald anstehen. Hattest du jemals Kontakt mit Zart? Nein, hatte ich nicht. Interview mit Lars? Nee, habe ich nicht so Bock. Glaubst du, dass Bushido nochmal musikalisch an Sonny Black anknüpfen kann? Ja, also ich würde es mir natürlich wünschen. Ne? Also ich finde auch, Sonny Black ist eines seiner besten Alben. Jetzt nicht nur lyrisch, sondern auch von den Beats her ist das absolut brachial. Und es wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön, wenn da nochmal sowas in der Richtung kommt. Wie groß bist du? Ich bin 1,74 Meter. Dein All-Time-Favorite-Album ist auf jeden Fall Limp Bizkit, Chocolate Starfish in Hot Dog Flavored Water. Was hältst du davon, Musik als physisches Medium zu sammeln, outdated oder cool? Also das musst du auf jeden Fall selber für dich entscheiden, ob das outdated oder cool ist, ne? Da kann dir auf jeden Fall keiner reinreden, du musst jetzt dich da nicht irgendwo anbiedern. Ich persönlich finde es ziemlich cool, ne? Weil ich natürlich auch damit aufgewachsen bin, auf ein Album sich zu freuen halt, ne, dann irgendwann, wenn das Album dann tatsächlich auch rausgekommen ist, in den Saturn, in den Mediamarkt oder so zu gehen und sich das Album zu kaufen, das dann aus dieser Plastefolie auszupacken, dann die CD-Hülle zu öffnen, sich das Booklet reinzuziehen und dann die CD auch in den CD-Player, ich weiß nicht, ob das einige von euch noch kennen, hineinzulegen und ja, sich dann mit dem Album zu befassen. Also ich finde, das ist eine geile Nummer und wenn dir das auch gefällt, dann zieh durch, Digga. Wenn du Rapper wärst, was wäre dein Name? Also ich habe da mit einem Kumpel auch schon vor einigen Jahren mal rumgesponnen. Wir haben dann so ein Alter Ego entwickelt. MC Dunkelheit, ne? Der traurigste Rapper Deutschlands. Würde ich jetzt auf Emo-Rapper machen. Würdest du dich selbst als kritikfähig bezeichnen? Also ich würde sagen, dass ich schon kritikfähig bin. Das hat man ja auch gesehen bei meinem Feedback-Video zur CCN4-Review, wo ich mich dann auch sehr ausgiebig mit eurer Kritik befasst habe. Ich bin aber trotzdem halt immer so zwischen dem Spagat, zwischen zu selbstbewusst, um noch kritikfähig zu sein. Ne? Das ist auf jeden Fall eine Challenge für mich. Aber ich glaube, so der erste Schritt in die richtige Richtung, um daran halt auch zu arbeiten, ist, dass man halt sich dem bewusst ist, ne? Dass das halt eine Challenge ist. So. Kann Samra in 10 Jahren auch einen Bushido-Status haben? Ja, kann er definitiv. Ne? Also er hat ja momentan beste Voraussetzungen. Er ist ja einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands gerade. Und wenn er so weitermacht, ne, mit seinem Output und er die ganze Zeit auch so erfolgreich ist, dann kann er da schon so Bushido-Level erreichen, würde ich sagen. Würdest du, wenn es geht, YouTube hauptberuflich machen? Ja, auf jeden Fall. Jamule-Interview prinzipiell sehr, sehr gerne. Ich schreibe mal mit PA, ob sich da was machen lässt. Darf ich das Video beenden? Nee. Spannendster bzw. unterhaltsamster Deutschrap-Beef? Das würde ich ganz klar an Farid vs. Flair geben. Das war einfach der asozialste Deutschrap-Beef aller Zeiten. Die beiden haben sich wirklich nichts geschenkt und es ist halt auch umso krasser, ne, dass die beiden jetzt einfach Best Bros sind und sich über die ganzen Jahre einfach nie ein einziges Mal gesehen haben. Ne? War sehr, sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Wie kamst du nach Amerika? Mit dem Flugzeug. Was wünschst du dir für die Zukunft? Gesundheit, ein langes Leben und viel, viel Geld, denn mit viel, viel Geld lässt sich das Leben doch, ja, stressfreier gestalten. Was hat dich dazu gebracht, auszuwandern? War es rückblickend ein guter Move? Also ich war zwischen dem Bachelor und zwischen dem Master in Shanghai für mehrere Monate und als ich dann zurückgekommen bin ins kleine, beschauliche Halle an der Saale, habe ich dann schon für mich gemerkt, okay, das ist mein Ding, ne? Ich möchte raus in die weite Welt und für mich war dann der nächste Schritt auf jeden Fall USA. Rückblickend war es auf jeden Fall ein guter Move, ne? Es war ein steiniger Weg, ich habe hier auf jeden Fall die ersten Jahre ja, gut Scheiße gefressen, ne? Kann man wirklich so sagen, ne? For the lack of a better word. Aber ja, jetzt ernte ich so die Früchte, ne? Und ja, mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut hier. Mach weiter so, Marvin, es braucht mehr Leute auf YouTube wie dich. Ja, danke schön, Digi. Ich mache auf jeden Fall weiter und du hast auf jeden Fall recht, ne? Also, mehr Realness bitte hier, meine Freunde. Interview mit Julians Blog. Mit Julian habe ich gar keinen Kontakt. Ich habe auch noch nie mit ihm Kontakt gehabt. Aber ja, prinzipiell gerne, ne? Warum nicht? Wäre bestimmt interessant. Hast du schon mal eine Review bereut, nachdem du den Rapper kennengelernt hast? Nee, also
die Review hat ja nie irgendwas mit irgendwem zu tun, wie der jetzt persönlich ist oder so. Wenn ich irgendwas reviewe, dann geht es da um dieses Release, ne, und um nichts weiter. Es geht nicht darum, von wem dieses Release ist und was dieser Typ halt mit mir zu tun hat oder auch nicht, ne? Also es geht da wirklich nur um die musikalischen Inhalte und deswegen habe ich da bisher noch nichts bereut. Ein Tag eher mit Leon Lovelock im Café sein oder ein Tag mit Tubo Reaction Videos machen? Eieiei, das ist eine geile Frage. Da kann man schon sagen, Daumen nach oben, ne, an der Stelle. Ich würde mich wahrscheinlich dafür entscheiden, mit Leon Lovelock einen Tag im Café zu verbringen, denn da kann ich wenigstens rauchen und da kann ich mir genug alkoholische Getränke bestellen, um das Ganze zu ertragen. Ne? Lieblingsmodemarke? Ich bin überhaupt nicht modemarkenaffin, also mir ist das scheißegal und ich trage das, was mir gefällt und das ist völlig unabhängig davon, welche Firma das produziert. Wie findest du das neue Eminem-Album? Habe ich noch nicht gehört. Ja, steinigt mich. Würdest du die USA als Land bezeichnen, wo man auch als Muslim sorgenfrei leben könnte? Klar, auf jeden Fall. Also es gibt hier viele Muslime und ich sehe jetzt nicht, dass die hier mit der Mistgabel durchs Dorf gejagt werden. Ne? Also alles gut. War es schwer in Amerika Freunde zu finden, außer Arbeitskollegen? Ja, auf jeden Fall. Da würde ich schon sagen, dass es doch einige Zeit dauert, bis man hier Anschluss findet. Denn irgendwie ist ja doch jeder so mit sich selbst beschäftigt und hier in Amerika ist es ja mit dieser Work-Life-Balance nicht ganz so gegeben. Die Leute sind hier schon sehr, sehr lange am Arbeiten und haben viel, viel zu tun, legen sehr, sehr lange Fahrtwege auch zurück, gerade in LA war das ja krass, ne? Und es ist zum Beispiel auch so, dass du hier halt nicht wie in Deutschland 30 Tage Urlaub hast. Hier haben manche Leute haben 10 PTO-Days, ne? Das heißt also Paid Time Off. Und als Paid Time Off zählt hier auch, wenn du krank bist. Ne? Also wenn du jetzt mal einen Schnupfen hast und dich gar nicht gut fühlst oder einfach mal halt einen gesoffen hast und dir am nächsten Tag denkst, so, oh, heute habe ich aber gar keinen Bock auf Arbeit, dann kannst du ja nicht einfach zum Arzt gehen, der schreibt dich krank und du bleibst zu Hause. Wenn du hier krank bist, nimmst du so einen PTO-Day und ja, das ist dann halt einer von 10. Und deswegen ist das hier schon, ja, geht das ein bisschen härter zu. Ne? Wo lebst du jetzt in den USA und wirst du irgendwann mal sagen, was du beruflich machst? Also genau jetzt in welcher Firma ich arbeite, möchte ich nicht sagen. Das ist so viel Privatsphäre, würde ich mir dann doch gerne noch beibehalten. Ich lebe aktuell in Texas. Ich bin vor 2 Wochen umgezogen. Ich nehme mich natürlich jetzt nicht in Marvin, Texas um. Klingt scheiße. Denkst du, BBM macht das marketingtechnisch richtig, immer so lange nichts zu droppen? Nee, auf keinen Fall. Man sieht das ja jetzt bei Juri, bei seinen Klickzahlen, die sind jetzt nicht so Bombe, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, das hat auch gar nichts mit Marketing zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass die nicht diesen Release-Tonus an den Tag legen wollen, den jetzt so viele schon als normal sehen, dass man halt jedes Jahr auf jeden Fall ein Album rausbringt und am besten alle 2 Wochen eine Single. Wenn man auf diesen Trend da nicht mit aufspringen möchte, finde ich, ist das völlig okay so. Denkst du, Boss Hour 2 erscheint dieses Jahr? Frage wieder falsch gestellt. Sorry. Warum gab es nie eine Review zu Imperator? Das hat einfach zeitlich nicht geklappt. Und wie so viele andere Alben halt auch leider. Deswegen kam es da leider nie zustande. Wo genau in Texas lebst du jetzt? Ich lebe in der Nähe von Dallas, also das ist relativ nördlich. Wann genau kannst du uns mitteilen, was mit Bushido und dir geplant war? Ja, wenn es veröffentlicht wird. Dinge, auf die du stolz bist. Also ich bin stolz darauf, dass ich alles, was ich mir bisher vorgenommen habe, auch wirklich in die Tat umgesetzt habe. Das ging los beim Abitur halt. Ne? Also ich hatte nicht wirklich so den Elan, in der Schule immer Einsen und Zweien zu schreiben. Also Schule hat nie mein komplettes Leben bestimmt. Aber ich habe trotzdem noch das geschafft, so den Ausgleich zu finden zwischen die Jugend genießen, feiern zu gehen, Mädels klar zu machen und alles drum und dran. Aber trotzdem halt noch ein bisschen mich auf den Hosenboden zu setzen, wenn es halt darauf ankommt. Habe dann halt mein Abitur bestanden. Hatte mir dann vorgenommen, 2 Jahre zur Bundeswehr zu gehen, habe das auch durchgezogen. Habe mir während der Bundeswehr vorgenommen, meinen LKW-Führerschein zu machen. Ich habe einen BCE-Führerschein in 6 Wochen per ja, Hardcore-Kurs, würde ich das nennen, durchgezogen. Und danach halt ja, Bachelor durchgezogen, dann Master durchgezogen, dann USA durchgezogen. Also da würde ich schon sagen, dass es da doch einige Steine in meinem Leben gab, wo andere wahrscheinlich das Handtuch geworfen hätten.
Und ich dann aber halt den Schmerz und die Tränen und den Schweiß und das Blut in Kauf genommen habe und mich da einfach durchgeboxt habe. Und da würde ich schon sagen, da kann ich doch schon stolz drauf sein. Interview Contra Talk mit Aria. Von mir aus gerne, wenn er Bock hat zu diskutieren, dann können wir uns ja gerne mal an einen Tisch setzen und können da vielleicht auch mal vor der Kamera ein bisschen debattieren, was denn da so unsere gegensätzlichen Meinungen zu verschiedenen Themen sind. Deine Meinung zu Juri und wird eventuell mal ein Interview kommen? Interview mit Juri könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Er ist auf jeden Fall ein chilliger Dude. Und ja, so rein rap-technisch finde ich ihn nice. Aber er hat meiner Meinung nach noch nicht die großen Songs rausgebracht, wo man jetzt sagen muss, okay, da ist ein Meisterwerk entstanden. Milch oder Cornflakes zuerst? Bei mir auf jeden Fall die Cornflakes zuerst. Das geht ja gar nicht, wenn man erst die ganze Schale voller Milch hat und dann schwimmen die Cornflakes so auf der Milch, bis sie sich mal dazu entscheiden, unterzugehen. Das ist ja Katastrophe. Also, wer auch immer das andersrum macht, schämt euch. Wohnst du in den Staaten zur Miete oder Eigentum? USA ist ja kein Mietland wie Germany. Also, ich wohne zur Miete und habe auch nicht vor, mir in naher Zukunft ein Haus zu kaufen, weil ein Haus natürlich auch irgendwo so eine Liability ist, die dann halt, ja, es artet dann Arbeit aus, das wieder loszuwerden, wenn man doch mal in ein anderes Land ziehen möchte. Und ich sag mal so, du kannst hier auch Häuser relativ günstig mieten, jetzt gerade in Texas. Wer war der erste Rapper, zu dem du Kontakt hattest? Das war Separate. Fußballfan, also Fan würde ich nicht sagen. Ich gucke natürlich sehr, sehr gerne WM, EM. Da bin ich auf jeden Fall mit dabei und fieber da auch ordentlich mit. Aber ich habe jetzt keinen großartigen Lieblingsverein und verfolge jetzt Bundesliga, Champions League und so weiter, verfolge ich gar nicht. Welcher ist der kleinste, unbekannteste Rapper, den du verfolgst? Das dürfte wohl Skis sein. Ja, Skis ist ein sehr, sehr fresher Dude. Checkt den auf jeden Fall mal ab. Den dürften wahrscheinlich einige von euch auch noch so aus JBB-Zeiten kennen. Ich glaube, da hat er auch mal mitgemacht. Es steinigt mich jetzt, wenn ich was Falsches sage. Aber ja, Skis, dem folge ich auf Instagram, ist ein sehr, sehr cooler Dude. Lieblingsrapper deiner Jugend ist auf jeden Fall Bushido. Welches Alter ist die Zielgruppe deines Contents? Muss man sich als 36-Jähriger schämen? Nee, muss man auf jeden Fall nicht. Ich habe jetzt keine bestimmte demografische Zielgruppe nach dem Alter gerichtet. Ne? Jeder, der Rap hört, jeder, der passionierter Rap-Fan ist, ist auf meinem Kanal sehr herzlich willkommen. Ich habe aber selbst auch Leute schon in meinen Nachrichten gehabt, die mir geschrieben haben, ey, ich höre eigentlich gar keinen Rap, aber ich mag deine Videos, was es mich natürlich gleich doppelt ehrt. Denn anscheinend mögen die Leute halt meinen Humor oder meine Art oder halt den Aufbau meiner Videos und es ist natürlich auch eine nice Nummer, du. Shindy featuring San Diego, was ist deine Meinung zu dieser Collabo? Die wäre auf jeden Fall nice. Feierst du Raf Camora? Na, auf jeden Fall. Welche Vorurteile über die USA stimmen nicht? Also ich würde sagen, dieses ganze Fastfood-Ding ist schon echt eine krasse Nummer. Das ist wirklich genauso, wie man sich das vorstellt. Ne? Also klischeehafter geht's nicht. Du findest an jeder Ecke findest du irgendwelche Burgerbuden. Ob das jetzt Wendy's ist, Carl's Jr., McDonald's natürlich, Burger King. Und das schmeckt alles scheiße hier. Ne? Das ist unfassbar. Ja, und welches Vorurteil stimmt nicht? Also ich würde schon behaupten, dass entgegen des gängigen Klischees die Leute sich hier doch zum Großteil mit internationalen Themen beschäftigen. Also ich habe das jetzt gerade in meinen Kreisen hier in den letzten Jahren mitbekommen, dass die Leute schon planen, was so in der Welt abgeht. Ich denke mal, dieses Vorurteil betrifft mehr so die älteren Generationen. Das ist ein veraltetes Klischee auf jeden Fall. Döner oder Burger? Auf jeden Fall Döner. Ich vermisse Döner unfassbar krass. Denkst du, dass ein CCN mit Saad mehr verkaufen würde als JBG3? Nein, auf keinen Fall. Bester US-Rapper? Eminem, ganz klar. Auch wenn ich sein neues Album nicht gehört habe. Gibt es jemals wieder ein Treffen mit Bushido oder eher unwahrscheinlich? Ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich. Das ist aber von seiner Seite aus und da, ja, dann ist es halt so. Was hast du genau studiert? Also ich habe erst einen Bachelor gemacht in BWL und danach einen Master in Accounting, Taxation und Finance mit dem Schwerpunkt auf Management Controlling. Wie wichtig sind Promophasen deiner Meinung nach? Solange es Boxen gibt, solange es Vorverkauf gibt, sind Promophasen auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ne? Und wenn sich das irgendwann mal ändert, dann können wir nochmal drüber reden. Denkst du, dass die Künstler, die Bubblegum-Musik machen, es selber fühlen? Also ich glaube, die Musik selber fühlen sie vielleicht nicht so, aber die fühlen auf jeden Fall die Scheine, die da in das Portemonnaie wedeln. Wann kommt die nächste Folge Review Corner?
Also die nächsten 6 Alben stehen schon fest, die darin besprochen werden, und es wird jetzt auf jeden Fall in naher Zukunft kommen. Interview mit K1, ich habe mit K gar keinen Kontakt, aber kann ich mir sehr gut vorstellen, auch mal mit ihm ein Interview zu machen. Bist du trotzdem bereit, ein Interview mit Bushido zu führen? Klar, jederzeit. Also ich weiß gar nicht, was jetzt das trotzdem sein sollte. Hast du Englisch durch die Schule gelernt oder zum Beispiel eher durch Serien gucken etc.? Also ich hatte natürlich Englisch in der Schule und auch im Leistungskurs später. Aber ich habe mein Englisch natürlich damit noch vertieft, dass ich halt mir Filme auf Englisch reingezogen habe, Serien auf Englisch. Das hat angefangen damit, halt irgendwelche Filme und Serien zu schauen, die man schon kennt, die man schon gesehen hat. Und die dann einfach auf Englisch mit englischen Untertiteln anzuschauen. Denn man hat ungefähr eine Vorstellung schon, worüber diese Leute reden, die ja gerade halt auf dem Fernseher von A nach B laufen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was sich bei mir sehr, sehr gut gemacht hat. Somit kriegst du natürlich auch so, ja, Sachen außerhalb des Schulenglisches beigebracht, ne? Gerade wenn es so um Slang geht, um Umgangssprache und alles drum und dran. Also wer jetzt sein Englisch auf jeden Fall aufs nächste Level steppen will, dem kann ich das nur ans Herz legen. Wie läuft das mit den Vibern? Bratan, du weißt. Lieblingsburgerkette in den USA, Empfehlung. Auf jeden Fall In-N-Out. An In-N-Out führt kein Weg vorbei, wenn du dich irgendwann mal auf die westliche Hälfte der USA begibst, ne? Denn an der Ostküste gibt's In-N-Out nicht. Die wollen da irgendwie nicht ausbranchen. Läuft anscheinend zu gut, dass man das nicht nötig hat. Entweder alten Samra oder neuen UFO, dann auf jeden Fall den alten Samra wieder. Hörst du auch andere Genres von Musik? Ja, definitiv. Also ich bin zum Beispiel sehr, sehr großer Rock-Fan. Was gibt's da für Bands, die ich sehr feier? Led Zeppelin, Nirvana, Oasis, Seether, Staind, Puddle of Mud. Also sehr Post-Grunge-lastig halt. Tool, Metallica, Slipknot. War auch schon zu einigen Konzerten. Sowas ist halt abseits des Deutschraps vorrangig, mein Fall. Beste Promophase würde ich auf jeden Fall an Kolle und King geben. Das war einfach, ja, von vorne bis hinten grandios. Wie ist der Berufsmarkt in den USA? Also man trash-talkt ja immer ohne Ende über Donald Trump, aber ich muss einfach sagen, dass es ja aktuell sehr, sehr krass aussieht auf dem Arbeitsmarkt, denn es fällt mir sehr, sehr schwer, noch gute Leute zu finden für mein Team halt, ne? Denn irgendwie hat jeder gerade einen Job. Sehr, sehr komisch halt, ne? Deswegen sieht es sehr, sehr gut aus. Sterben normale Verkäufer langsam aus durch Onlinehandel? Ich denke mal schon, dass das auf jeden Fall der Trend sein wird. Gerade hier in den USA gibt es ja sehr, sehr große Malls, ne? Die riesen Einkaufshäuser, die sind jetzt alle gar nicht mehr so überfüllt, ne? Da sind, ja, schaust du da in die Läden, läufst da vorbei und da stehen sich da die Verkäufer die Beine in den Bauch und müssen jeden Tag eigentlich damit rechnen, dass sie entlassen werden. Ist schon krass halt, ne? Aber ja, so ist halt der Trend. Bist du auch schon B-Unique-Besitzer, Unternehmen mit In-Man? Nee, bin ich noch nicht und das wird auch so bleiben. Was hältst du von Samy Deluxe? Auf jeden Fall begnadeter Rapper, einer der besten unseres Landes. Interview mit Casper, Interview mit SDK, Interview mit P. Nein, nein und nein. Warum haben wir es die letzten Male nicht geschafft, uns zu sehen? 50 Meter Rennbahn. Ja, Diggi, du hast meine Nummer. Schreib, ich bin bald wieder im Lande und in the town. Kippen besser in USA oder Deutschland? Das nimmt sich nicht viel, ist alles das Gleiche. Denkst du, YouTube drückt Mois extra die Strikes rein? Also ich weiß nicht genau, was da abgeht, aber ich muss auch sagen, dass es, glaube ich, der ganzen Sache nicht so wirklich dienlich ist, wenn man halt vor laufender Kamera sagt, dass man DJ Desu abstechen möchte. Der sympathischste Deutschrapper, den du kennengelernt hast. Also wie gesagt, die waren alle sehr, sehr sympathisch zu mir bisher. Ich glaube, der Rapper, mit dem ich so am schnellsten so geklickt habe und so gemerkt habe, dass ich auf einer Wellenlänge mit dem bin, ist Asche. Mit Asche habe ich direkt so nach 30 Sekunden gemerkt, oh, das ist ein Bombenjunge, mit dem kannst du dich unterhalten, als ob du dich schon 5 Jahre mit ihm kennst, ne? Und ja, war auf jeden Fall ein krasses Ding. Der hat krass gevibed, Alter. Muss man, um erfolgreich zu sein, viel Geld verdienen? Das hängt ganz davon ab, wie du Erfolg für dich definierst. Wenn du es als erfolgreich siehst, dass du dich um deine Familie kümmerst, dass du ein guter Mensch bist, dass du mit reinem Herzen und mit reinem Gewissen durchs Leben gehst, dann ist das schon erfolgreich sein. Und da gehört nicht viel Geld dazu. 50 Cent oder The Game? Auf jeden Fall 50. Wie viele Beziehungen hattest du bereits? Das ist auf jeden Fall im einstelligen Bereich. Wenn es jetzt darum geht, um feste Beziehungen, wenn es um das andere geht, dann ist die Zahl etwas höher. aber ja, das dürften so 5 oder 6 gewesen sein. Hattest du schon mal ernsthafte Probleme mit der Justiz in Amerika? Also ich wurde tatsächlich schon mal festgenommen in den USA und das war wegen einer Schlägerei. Da sind wir ja mit einigen Kontrahenten aneinander geraten nach einer
ausgiebigen Feier in der Bar. Das war in Pacific Beach in San Diego. Es war richtig krass und ich war auch der Einzige, der festgenommen wurde. Ich war ja der Einzige, der da auf frischer Tat ertappt wurde, würde ich mal behaupten. Und ja, richtig mit Handschellen auf dem Rücksitz vom Copcar, ne, habe ich dann so durch dieses Gitter geschaut. Und ja, war halt wie im Film. Aber ich habe das geschafft, die Cops während der Fahrt zum Revier so zu therapieren und so zuzulabern, dass die zu mir gesagt haben, yo, Digga, pass auf, wir lassen dich jetzt hier raus, hast du jemanden, der dich abholt? Und dann habe ich halt ja, jemand angerufen und sie hat mich dann abgeholt und bin ich nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Meinung zum Knechte, also Knechte hat auf jeden Fall einen Schatten, der ist auf jeden Fall sehr, sehr durch, aber einige seiner Videos sind sehr, sehr gut auch. Also das ist wieder Genie und Wahnsinn, hängt da sehr, sehr eng miteinander zusammen. Ich kann da nur zum Beispiel auf sein Matrix-Interpretationsvideo hinweisen, was glaube ich über 2 Stunden geht und das ist eins der besten Videos, was es auf YouTube gibt. Gibt es ein Erlebnis, was du bis jetzt als dein krassestes in Amerika bewerten würdest? Also ich würde schon sagen, so der Moment, als ich meine Green Card im Postfach hatte, das war unfassbar, ne? Weil das halt so die kumulierte Momentaufnahme war von all dem, worauf ich halt hingearbeitet habe. Das war schon, ja, da ist dem Bratan schon das ein oder andere Tränchen gekommen. Ich habe das gleiche studiert wie du und möchte auch nach Amerika auswandern. Wie? Einfach machen, Digga. Na, da gibt's kein Rezept, da gibt's keine allgegenwärtige Lösung oder keine Bedienungsanleitung, nach der du da abarbeiten musst, damit du es schaffst. Einfach machen. Komm einfach hier rüber mit einem 3-monatigen Touristenvisum, mit einem Ester und dann schau einfach, was hier Sache ist. Einfach überall anklopfen, die Leute penetrieren und entweder es klappt oder es klappt nicht, aber du musst natürlich auch bedenken, du fällst nicht auf Null zurück. Was hast du zu verlieren? Wenn du jung bist, wenn du keine Familie hast, wenn du keine Verpflichtungen hast, wenn du keine Liabilities hast, dann einfach Gas geben. Egal, ob das jetzt USA ist oder sonst irgendein anderes Land, einfach durchziehen, Digga. Bushido war mal ein sehr guter Stratege, denkst du, heute ist es nicht mehr der Fall? Ja, heutzutage sind ihm halt ein bisschen mehr die Hände gebunden als früher. Früher hat er mehr oder weniger Narrenfreiheit genossen durch sein Netz, was er sich da aufgebaut hat. Aber nachdem das halt zusammengefallen ist, ist es glaube ich so, dass ja, da ein bisschen die Optionen limitierter sind als vorher. Und ich fand es auch krass, dass er sich von Flair doch schon so ein bisschen aus der Reserve locken lassen hat, als halt sein Diss-Track rauskam. Ich glaube, der Bushido von so vor 3-4 Jahren hätte da gar nicht drauf reagiert mit so einem Instagram-Post, sondern hätte dann halt so ein Leben und Tod des Patrick Decker einfach rausgehauen und ihn damit komplett gefickt. Wie viel verdienst du jetzt eigentlich mit YouTube etc.? Das ist sehr, sehr schwankend, hat natürlich auch damit zu tun, wie viele Videos ich raushaue. Also bisher war der erfolgreichste Monat, den ich je hatte, der war der Dezember 2019, vielleicht mache ich da irgendwann mal ein Video dazu, wie viel ich da genau verdient habe und mit was und mit welchem Kanal wie viel. Aber ich muss natürlich auch dazu sagen, dass selbst Dezember 2019 noch nicht annähernd so viel war, wie ich jetzt im Monat mit meinem richtigen Job verdiene. Und es würde hinten und vorne nicht zum Überleben reichen, wenn ich jetzt nur YouTube hätte. Warum hat heutzutage fast nichts mehr einen Wert, kranke Gesellschaft? Ja, es steht uns halt alles frei zur Verfügung. Alles scheint heutzutage ein öffentliches Gut zu sein. Ob das jetzt Musik ist, Filme und alles drum und dran. Als ich damals Jugendlicher war, war es halt noch nicht so einfach, den Song deiner Wahl immer dann zu hören, wenn du gerade Bock drauf hast. Oder den Film deiner Wahl mal zu pausieren und später weiterzuschauen, wenn du gerade mal was anderes vorhast. Ne? Deswegen wird das alles nicht mehr so wertgeschätzt. Und ja, das ist ein bisschen schade. Verfolgst du die NFL? Nee, verfolge ich nicht. Flair kauft Streams auf Spotify. Ja, habe ich auch mitbekommen, dass da die Zahlen von Grind auf jeden Fall ja, doch deutlich höher sind, als sie eigentlich im Normalfall wären. Er meint ja, dass ihm da irgendwer anders Streams gekauft hat. Seine Hater sagen, er hat die Streams gekauft. Man weiß das alles nicht. 2 Stunden Interview mit Echo, wann können wir damit rechnen? Also ist nicht geplant, aber hätte ich nichts dagegen. Meinung zu Lil Lano, Stone Island, das ist ein sehr, sehr nicer Track, aber ich glaube, das liegt zu 90% an dem Beat halt. Wie war es, von Bushido eingeladen zu werden? Es war mir natürlich eine sehr, sehr große Ehre. Ne? Ich war auch aufgeregt, das hat man mir, glaube ich, dann auch im Interview angesehen. Denn wenn man halt sein allererstes Interview gleich mit
ja, kann man ja schon sagen, der Rap-Größe schlechthin macht, dann ist das natürlich schon ein großes Ereignis. Es war sehr, sehr unkompliziert alles. Also er hat mir da einen Tag, bevor wir uns getroffen haben, hat er mir seine Handynummer gegeben, hat mir dann auf WhatsApp geschrieben, wir haben ein bisschen hin und her geschrieben, er hat mir seine Adresse geschrieben, ich bin da hingefahren im, im bordeauxfarbenen Renault meiner Mutter und habe extra eine Straße weiter geparkt, dass er nicht sieht, mit was für einem homoerotischen Auto ich vorbeikomme. War auf jeden Fall sehr nice. Und dann bin ich da halt mit meinem Rucksack hingelaufen zu so einer Tür und habe dann da geklingelt an so einer relativ versteckten Klingel. Da habe ich erstmal ein bisschen gebraucht, um die zu finden. Und dann ging halt so das Tor so auf, so von ja, einer Seite zur anderen, und dann stand er da halt. Also, yo Marvin, was geht? Und hat mich dann begrüßt und ja, dann haben wir erstmal ein bisschen gelabert und das Interview gemacht. War ein sehr, sehr nicer Tag. Ich kann keinerlei negative Erfahrungen damit verbinden. Also es war wirklich krass, es war sehr unkompliziert, es war sehr höflich, sehr willkommen heißend, sehr zuvorkommend. Und mir hat dann nichts gefehlt. Ich habe dann auch noch mit der Familie dann Abendbrot gegessen und so weiter. Und mir wurde auch noch was zu trinken mitgegeben auf dem Weg von Berlin zurück nach Halle, dass es mir da nichts fehlt. Also sehr, 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 sehr nice alles. Warum sind die Alben CCN 2 mit Flair bzw. BMW bis heute nicht Gold? Naja, weil sie noch keine 100.000 Alben verkauft haben. Wenn du das nächste Mal in Deutschland bist, kommst du mal nach Kassel? Nee, komm ich nicht. Wärst du gerne selbst mal Rapper geworden? Nee, auf keinen Fall. Welches war das geilste Konzert, auf dem du je warst? Das war Slipknot mit 4 Bands, Lamb of God und Bullet for My Valentine in Las Vegas. Und zwar war das Open Air und im August. Also es waren 122 Fahrenheit. Das sind irgendwas nördlich der 40 Grad. In der prallen Sonne, absolute Nahtoderfahrung, aber es war genial. Warum magst du Arya Nejati von hiphop.de eigentlich nicht? Da hat der KuchenTV ein sehr, sehr gutes Video zu gemacht. Schaut euch das einfach mal an. Die Punkte kann ich eigentlich alles unterschreiben. Kommt ein Interview mit San Diego. Ich habe mit Sunny neulich mal wieder geschrieben. Er hat mir signalisiert, dass er auf ein Interview gar keinen Bock hat. Jetzt, das hat nichts mit mir zu tun, sondern einfach, dass er überhaupt gar kein Interview geben möchte. Und das akzeptiere ich dann und dann frage ich da nicht noch 10 Mal nach. Heimlicher Guilty Pleasures. Ja, da gibt es auf jeden Fall so einige. Sich mal überlegen. Ja, so aus dem aktuelleren Bereich gefällt mir auf jeden Fall Mabel, Don't Call Me Up, sehr, sehr gut. Ich weiß, das ist eigentlich ein Song für die Mädels, ne? Aber ich finde, das ist ein Bombending. Ja, jetzt zerlegt mich in den Kommentaren dafür. Hast du damals als Kind Animes geschaut, zum Beispiel Dragon Ball und so weiter? Überhaupt nicht. Bin ich nie rangekommen. Ich weiß auch nicht warum. Bist du gespannt auf die wahrscheinlich erscheinende Bushido-Doku? Lieber nur noch Kapi hören oder Loredana? Auf jeden Fall Kapi. Wie sind die Cops in den Staaten? Also die Cops in den Staaten sind auf jeden Fall 10-mal krasser Minimum als die Cops in Deutschland. Also wenn ich da gerade an meinen Busenkumpel Flair denke, der da den deutschen Polizisten in diesem viral gegangenen Video da einige Ansagen macht, der wäre da nach 10 Sekunden direkt niedergeknüppelt worden und hätte mal ein bisschen Respekt gezeigt. Oder wäre halt bis zur Bewusstlosigkeit verprügelt worden. Also hier ist auf jeden Fall so, dass die Cops noch eine echte Staatsautorität sind und nicht so einen, ja, leider muss man es ja sagen, so ein Waschlappenverein wie in Deutschland, bei denen halt von den eigenen Regeln und von den eigenen Richtlinien so die Hände gebunden sind, dass sie überhaupt gar nichts machen können. Wie geht's dir finanziell? Also ich würde sagen, dass ich gut über die Runden komme. Ich bin nicht reich, ich bin nicht arm, ich muss aber auch nicht bei der Nudelpackung schauen, dass die meinem Angebot ist, damit ich die für 20 Cent günstiger kriege. Also mir geht es auf jeden Fall gut. Es gibt sehr, sehr viele Leute, denen es auf jeden Fall bedeutend schlechter geht und für das, was ich habe, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Kam für dich auch ein anderes Land als Amerika in Erwägung? Ja, ich hätte mir auch gut vorstellen können, nach China nochmal zurückzugehen, nachdem ich halt da auch schon zwischen meinem Bachelor und meinem Master da mehrere Monate gelebt habe. China ist auf jeden Fall auch sehr, sehr geil. Sehr, sehr beeindruckendes Land und ich sag mal so, die Mädels dort fanden mich auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch. Glaubst du an den von Menschen gemachten Klimawandel? Ja, glaube ich. Was bedeutet Hip-Hop in deinem Leben? Also wenn ich jetzt mal nur über Deutschrap rede, ist auf jeden Fall Deutschrap für mich diese Verbindung, die ich noch weiterhin pflege zur deutschen Sprache,
auch wenn einige Deutschrapper nicht wirklich der deutschen Sprache mächtig sind. Aber indem ich halt Texte analysiere, indem ich sehr viel Deutschrap höre, kompensiere ich halt, dass ich während der Woche so gut wie gar nicht Deutsch rede. An den Wochenenden rufe ich halt ab und zu mal meine Mutter an oder telefoniere mit Freunden in Deutschland oder so, da ist das noch ein bisschen was anderes. Aber also auf jeden Fall der Draht zur deutschen Sprache ist Deutschrap auf jeden Fall für mich. Und dann auch Motivator, ne? Denn ich habe gerade in der Zeit, in der ich jetzt hier in Amerika versucht habe, schon fast verzweifelt Fuß zu fassen, habe ich schon sehr, sehr viel Mut und sehr viel Kraft aus diversen Rap-Songs gezogen. Und da ist auf jeden Fall auch für mich ein sehr, sehr großer Punkt, warum ich halt Deutschrap so liebe und leidenschaftlich verfolge. Hast du Englisch schon in Deutschland flüssig gesprochen oder dort erst richtig gelernt? Also ich würde sagen, dass mein Englisch schon in Deutschland sehr, sehr gut war, aber man feilt das hier natürlich noch weiter aus, gerade wenn es dann darum geht, in einem Unternehmen zu arbeiten. Also ich sitze jetzt in sehr, sehr ausgiebigen Business-Meetings und sitz da mit der Chefetage von meinem Unternehmen und kann mich da frei mit denen austauschen und kann da frei mitdiskutieren, ohne da großartig noch über irgendwelche Business-Begriffe nachzudenken. Und das kam dann auch erst mit der Zeit auf jeden Fall. Wie bist du mit Deutschrap in Berührung gekommen? Was hast du als erstes gefeiert? Also ich glaube, so der erste Deutschrap-Song, den ich bewusst wahrgenommen habe und bewusst gefeiert habe, war Jein von Fettes Brot. Und auch für mich nach wie vor einer der lyrisch krassesten Deutschrap-Songs überhaupt. Und dann kam das halt so von einem zum anderen. Shindy oder Bushido, Flair oder Manuelsen, JBG 2 oder JBG 3. Ja, Shindy oder Bushido würde ich mich, wenn es jetzt um die komplette Diskografie geht, auf jeden Fall Bushido. Wenn es darum geht, wer jetzt momentan wahrscheinlich noch eine rosigere Zukunft hat, wenn es jetzt so musikalisch betrifft, dann eher Shindy. Flair oder Manuelsen, auf jeden Fall Flair. JBG 2 oder JBG 3. Das ist schwierig. Ich muss wirklich sagen, dass ich JBG 3 für einen sehr ebenbürtigen Nachfolger halte. Also da würde ich dann doch irgendwie schon sagen, dass ich mich da gar nicht so entscheiden kann. Ich nehme JBG 3. Das mag jetzt vielleicht nicht die populäre Meinung sein, aber ich nehme einfach mal die 3. Interview mit Steiger? Oh nee. Der ist mir zu anstrengend. Was machst du, um dich zu motivieren, wenn es mal gar nicht läuft? Also ich versuche mich dann immer auf Erfahrungswerte zu berufen, dass egal was für eine Durststrecke oder für eine Scheißphase du hattest, dass die immer nur temporär war und dass auch immer wieder bessere Tage kommen. Ich finde, bei mir habe ich das sehr, sehr gut gesehen über die letzten Jahre, dass sich so gute und schlechte Zeiten so die Woge halten, dass das irgendwie so eine Balance ist, die das Universum für dich bestimmt. Und ich versuche mich halt darauf dann zurückzubesinnen und mir weiß zu machen, dass der nächste Tag noch besser wird oder jetzt auch wieder bessere Zeiten kommen werden. Hat dich Leon eigentlich mal kontaktiert? Nein. Meinung zu Julian, JBB, wie gesagt, JBB habe ich nie verfolgt, aber Julian, krasser Typ, ich feiere seinen Humor extrem. Denkst du, Kollega kommt nochmal in seiner Karriere an den Hype von 2014? Nein. Denke ich nicht. Ist Alpha Gene 2 schon Gold? Nein, ist es nicht. Falls das Video mit Bushido nicht kommt, sagst du, über was ihr geredet habt. Falls das nicht kommt, was kommen soll, werde ich euch sagen, was es war und wie es war. Wie verlief dein Studium? Studiengänge, Noten, Studentenleben? Ja, also mein Studium verlief so, dass ich sowohl den Bachelor als auch den Master nicht in der vorgesehenen Semesteranzahl abgeschlossen habe. Ich habe jeweils ein Jahr länger gebraucht als notwendig. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich mich sehr ausgiebig dem Partyleben verschrieben habe, würde ich das mal jetzt so nennen. Und ja, also ich weiß gar nicht mehr, was ich für einen Bachelorabschluss hatte. Der war nicht so gut. Das waren 2,8, irgendwas um den Dreierdurchschnitt. 2,8, 3,0, 3,2, irgend sowas. Mein Master lief dann ein bisschen besser. Den habe ich mit einer 2,3 abgeschlossen. Und ja. So lief es ab. Geilste Rapperin Deutschlands, Shirin David. Kannte man dich schon vor dem Bushido-Interview? Was ist das für eine dumme Frage? Nee, ich hatte mir einen YouTube-Kanal gemacht, da hatte ich 0 Abonnenten und habe dann Bushido geschrieben, hey, ich habe einen neuen YouTube-Kanal, hast du nicht Bock, mir ein Exklusiv-Interview zu geben?
Und da hat er gesagt, ja, das ist eine Bombenidee, mein Freund. Komm doch zu mir nach Hause. Lieblingspunchline von Kollega, das ist sehr, sehr schwer. Da gibt es natürlich eine Vielzahl, die man da nennen könnte. Ich würde aber sagen, dass meine Lieblingsdinger gar nicht so die krass aufwendigen Dinger sind, die jetzt über 4 Zeilen verteilt da meisterlich zusammengewürfelt wurden, sondern eher so einfache Dinge wie Frauen sind Objekte in meinen Augen wie Kontaktlinsen. Genial. Mit wem ist ein Interview geplant? Also für den jetzigen Trip sind auf jeden Fall Interviews geplant. Wen haben wir da dabei? Da haben wir auf jeden Fall Farid ist geplant. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Dann haben wir noch PA Sports und Kianosch. Die wollen mit mir ein Doppelinterview machen. Das wird auch eine sehr, sehr geile Nummer. Mit Centino treffe ich mich noch in Berlin. Und einige andere Überraschungsgäste sind da definitiv auch noch dabei. Wieso bist du nach Amerika ausgewandert? Weil ich darauf Bock hatte. Und wenn du auf etwas Bock hast, solltest du das auch machen. Lieblingsserie ist immer noch Breaking Bad. Da kommt meiner Meinung nach bisher immer noch nichts ran. Eine vollends perfekte Serie gibt es meiner Meinung nach so nicht nochmal. Gibt es eine Eigenschaft, die du an dir nicht magst? Ich tendiere manchmal dazu, vielleicht doch schon ein bisschen krampfhaft Recht zu haben und auf mein Recht zu pochen. Ich erwische mich da aber immer wieder selber auch dabei und versuche da auch dran zu arbeiten. Meinung zu Davut. Davut auf jeden Fall bester Mann. Davut ist der erste und bisher einzige der Deutschrap-Hip-Hop-Kanäle, wenn man die offiziellen so zusammenzählt, der mich öffentlich supportet hat. Von daher auf jeden Fall Grüße gehen raus, Digga. Was hältst du von der BBM-EP? Also finde ich erstmal cool, dass wieder bei dem Bratans aus Favelas 2er Album so eine EP mit am Start ist. Aber ich habe die Tracklist gesehen und finde es schade, dass nur ein Sunny-Track dabei ist. Was sagst du zu Manuelsens Worten in Richtung Bushido? Ja, finde ich ekelhaft. Also das hat gar nichts damit zu tun, was ich jetzt für ein Problem mit Manuelsen in der Vergangenheit hatte. Das würde ich bei jedem anderen auch ekelhaft finden. Man kann seine Antipathie gegenüber jemandem noch ausdrücken, ohne auf die tote Mutter zu gehen. Geht gar nicht sowas, meiner Meinung nach. Wann kommst du in welche Städte bei deinem bevorstehenden Deutschland-Trip? Also es steht noch nicht ganz so fest, aber es ist auf jeden Fall geplant, dass ich wieder quer durchs Land reise. NRW ist dabei, Berlin ist dabei, München ist dabei, Frankfurt ist höchstwahrscheinlich dabei, Hamburg ist auch geplant. Also ja, Roadtrip it in, motherfuckers. Die Klassikerfrage, wann kommen die Classic Reviews? Wird langsam zum Running Gag. Gebe ich dir recht auf jeden Fall. Die kommen bald. Schon mal darüber nachgedacht, ein Live-Coaching-Seminar zu veranstalten. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass da bei mir ein bisschen mehr Value bei rumkommt, als so bei manchem kräuterischen Seminargeber. Aber nee, ist nicht geplant. Welchen Künstler international würdest du interviewen, wenn du die Wahl hättest? Katy Perry, in der Hoffnung, dass sie sich dann in meine unwiderstehliche Art verliebt und wir dann heiraten und ich dann ihre Millionen auf den Putz hauen kann, während sie arbeiten geht, logischerweise. Ne? Also fuckboy it in, motherfuckers. Mit wie vielen Jahren bist du zur Bundeswehr? Mit 19. Gibt es irgendeine Sache, die du im Leben bereust oder mehrere? Ja klar, also ich sag mal so, wo ich jünger war, habe ich mich auf jeden Fall ab und zu mal nicht korrekt gegenüber meiner Mutter, meiner Oma oder so verhalten. Und es tut einem natürlich im Nachhinein leid und im Nachhinein wird einem halt klar, dass vor allen Dingen die Mutter halt immer nur das Beste für einen will. Deine Mutter kennt dich mehr als du dich selbst, weil die kennt dich 9 Monate länger. Und deswegen hört immer auf eure Mutter und ehrt sie und liebt sie. Wie findest du Nazar? Nazar finde ich rap-technisch nice. Ich hatte einen kleinen Disput mit ihm, weil er sich in einem Twitch-Stream von Kianosch relativ negativ mir gegenüber geäußert hat, ohne dass wir vorher mal Kontakt hatten. Ohne dass ich ihn auch irgendwann mal namentlich negativ in meinem Content erwähnt hatte. Das fand ich nicht so nice. Da habe ich dann auch einen kleinen Gegenschuss in meiner Story gestartet. Daraufhin hat er sich aber bei mir gemeldet und hat sich dann mehr oder weniger entschuldigt und hat auch gesagt, das war unüberlegt. Und das zeigt Größe, das ist eine Rarität im Deutschrap. Ne? Und von daher Respekt an dieser Stelle. Wäre JBG3 mit dem neuen Bewertungssystem eine 10 von 10? Nein, wäre es nicht. Denkst du, dass Mero in 20 Jahren eine Deutschrap-Legende werden wird?
Das hängt davon ab, wie sich Deutschrap entwickeln wird. Also wenn in 20 Jahren alle wie Mero klingen, dann war er auf jeden Fall der Erste. Deutsche Wissenschaftler haben bestätigt, dass Flair den Urknall erfunden hat. Was sagst du dazu? Da Flair alles erfunden hat, wird er auf jeden Fall auch für den Urknall verantwortlich gewesen sein. Was ist dein Endziel beruflich? Also ich will auf jeden Fall in dem Unternehmen, in dem ich jetzt bin, immer weiter nach oben klettern. Das gelingt mir momentan sehr, sehr gut. Und alternativ wäre es natürlich auch sehr, sehr nice, wenn ich irgendwann mal mit YouTube so viel verdiene, dass ich gar nicht mehr normal arbeiten müsste. Je nachdem, egal welche Richtung sich das entwickelt, ich will auf jeden Fall Millionär werden und das wird mir auch gelingen, denn ich habe bisher alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Hast du schon mal einen eigenen Rap-Text geschrieben? Habe ich in der Tat schon mal. Ich habe mir mal ein paar Flair-Disses überlegt. Vielleicht bringe ich die irgendwann mal. Die sind echt nice. Ja, kommt drauf an, wie er sich gibt so in naher Zukunft. Wie lange hast du in Halle gelebt und in welche Schule bist du gegangen? In Halle habe ich meine ganze Jugend, meine Kindheit und so weiter habe ich dort gelebt. Und ich bin auf die Fliederwegschule gegangen und danach aufs Südstadtgymnasium gewechselt. Hast du die Frage mit Roos geklärt, ob der Klicks gekauft hat? Also er hat sich keine Klicks gekauft, das war damals auch ein relativ unüberlegtes Video von mir, wo es halt darum ging, dass diese Samsung-Karte brennt-Aktion da klicktechnisch doch krasser durch die Decke gegangen ist, als die Likes und Kommentare das eigentlich gezeigt haben. Aber das waren halt nur Werbungen, die halt geschalten wurden auf YouTube und deswegen ist es halt durch die Decke gegangen. Aber er hat jetzt keine Klicks im klassischen Sinne gekauft. Es war im Endeffekt doch eher ein Scheißvideo. Vielleicht nehme ich das auch offline. Also er hat nicht gesagt von wegen, hey, kannst du das bitte offline nehmen oder so. Aber ich habe schon mal mit dem Gedanken gespielt und werde ich vielleicht auch machen, weil es war kein gutes Video. Welchen verstorbenen, inaktiven Musiker wünschst du dir am meisten zurück? Kurt Cobain. Wie viel verdienst du im Monat? Es reicht, würde ich sagen. Wonach bist du süchtig? Ich bin süchtig nach Liebe. Was sollen die Menschen an deinem Grab über dich sagen? Oh, das ist eine sehr, sehr nice Frage. Dass ich eine ehrliche Kante war. Ja, dass Leute immer bei mir wussten, woran sie sind. Egal ob jetzt im positiven oder im negativen Sinne. Gibt es Dinge, die du in den USA vermisst, außer Familie, Freunde? Ja, ich vermisse auf jeden Fall öffentliche Verkehrsmittel. Das ist in Deutschland wirklich ein absoluter Luxus, dass du da von A nach B kommst, ohne ein eigenes Auto zu haben. Hier kannst du ohne Auto am sozialen Leben, an der Gesellschaft, kannst du gar nicht teilnehmen. Du bist komplett lost. Du kannst nichts zu essen kaufen, weil hier gibt es teilweise nicht mal Gehwege. Ne? Also kannst du nicht mal irgendwie zum Supermarkt laufen. Die Supermärkte sind außerdem von 6-spurigen Freeways umzingelt, also viel Spaß da drüber zu rennen. Und ansonsten vermisse ich das deutsche Essen auf jeden Fall. Das deutsche Essen ist zehnmal besser. Einfach die ganzen Geschmäcker und Gewürze sind viel intensiver als bei dem faden Ami-Fraß hier. Machst du in Zukunft ein Musikvideo, 100k-Special-mäßig? Ich habe ja in meiner Story vor einigen Monaten mal die große Schnauze gehabt, dass wenn ich 100.000 Abonnenten schaffe, dass ich dann Genie in a Bottle von Christina Aguilera auf der Gitarre spiele und dazu singe und mich dabei filme. Bushido wird mit EGJ alles übernehmen und Gangster-Rap dominieren wie früher, oder? Nee, das glaube ich nicht. Wenn du mit jemandem, der nichts mit Hip-Hop zu tun hat, ein Interview machen könntest, wer wäre es? Es wäre auf jeden Fall Matthias Clemens von ZEK Plus und mit Matthias bin ich auch in Kontakt und wir haben uns da auch schon für ein Interview verabredet und dann schauen wir mal, dass wir das im März hinkriegen. Follow me at Marvin California. Nee, mache ich nicht. Wenn du Rapper wärst, mit wem würdest du Feature machen? Ich denke mal, ich würde mit Shindy ein Feature machen, weil ich sehr, sehr daran interessiert bin, ihm mal über die Schulter zu schauen und zu schauen, wie er so arbeitet. Findest du es schade, dass du und Flair persönlich nicht klarkommen? Seine Mucke feierst du ja. Hast du vollkommen recht, seine Mucke feiere ich, aber es könnte mir nichts egaler sein, ob Flair mich mag oder nicht, da scheiße ich drauf. Und von daher ist es alles genau so gut, wie es jetzt ist. Wo siehst du dich in 5 Jahren, sowohl auf YouTube als auch in der normalen Arbeitswelt? Also entweder oder, entweder bin ich in 5 Jahren Geschäftsführer von dem Unternehmen, wo ich jetzt arbeite, oder ich mache YouTube hauptberuflich. Interview mit Flair deinerseits möglich. Er weiß, wofür er sich entschuldigen muss und dann können wir da gerne drüber reden. Meinung zu Nazis und Rechte. Ja, was soll ich da für eine Meinung zu haben?
feiere ich. Ja, natürlich nicht. Also wer Leute aufgrund ihrer Herkunft oder aufgrund ihrer Nationalität kategorisch verteufelt oder versucht niederzumachen oder denen vielleicht auch Leid zufügt, ist für mich einfach asozial. Ne? Also abschieben sollte man die. Warum bist du so unfassbar attraktiv? Ja, das weiß ich auch nicht. Was war der größte Tiefpunkt in deinem Leben? Ich habe zu meiner Bundeswehrzeit nicht nur sehr, sehr viel gelernt, sondern auch sehr, sehr viel Party gemacht, sehr, sehr viel gesoffen halt. Ne? Also auch wirklich, also ich sag mal so, ich hätte Adlersons komplette Crew auf jeden Fall unter den Tisch gesoffen. Ich war jetzt kein Alkoholiker oder so, aber es war schon so das Level, wo man sagen muss, okay, das ist definitiv zu viel. Und ich bin irgendwann mal im Treppenhaus von meiner Mutter aufgewacht und das war auf jeden Fall nicht sehr, sehr schön. Ja, ich habe da, glaube ich, auch hingekotzt oder so und das war irgendwie, es war so 11.30 Uhr, ne? Also tagsüber, als ich da zu mir gekommen bin. Und da wusste ich natürlich ganz genau, dass auch die Nachbarn schon im Treppenhaus hoch und runter an mir vorbeigelaufen sind und sich wahrscheinlich nicht getraut haben, mich zu wecken. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann halt auch gesehen, wie du gehst nach oben so, machst diesen kurzen Walk of Shame und siehst das enttäuschte Gesicht von deiner Mutter und das hat mir schon ein bisschen so zu denken gegeben. Und seitdem bin ich immer noch hier und da mal am Eskalieren, würde ich sagen, aber nicht mehr in dem Ausmaß. Ja, und ich würde sagen, mit diesem doch sehr intimen Einblick in meine bewegte Jugend beenden wir das Video heute erstmal. Ich weiß es auch gar nicht, ob es wirklich 100 Fragen waren. Mir kam es auf jeden Fall so vor. Doch sehr ausgiebiges Video geworden. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielleicht hat ja jemand von euch Bock und zu viel Zeit. Und geht mal das komplette Video durch und schaut mal, wie viele Fragen wir hier geschafft haben. Machen wir auf jeden Fall in der nahen Zukunft nochmal sowas. Dann starte ich wieder eine Fragerunde auf Instagram. Also folgt mir dort auf jeden Fall. Abonniert diesen wunderschönen, muskulösen Channel hier, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann schämt euch auf jeden Fall und holt das schleunigst nach. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt in baldiger Zukunft schon in Deutschland wieder und seid gespannt auf die nächsten Interviews, wird auf jeden Fall einiges Geiles auf euch zukommen. Ja, und ansonsten war es das erstmal von mir für heute. Bis zum nächsten Video. Lasst es euch gut gehen, meine Freunde.